So, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Metin 2 SG Video. In dem Video möchte ich euch einfach nur ein paar Tipps geben, wie ihr ganz gut Young farmt. Und ihr seht schon, ich bin im Eisland. Und zwar das einmal den Grund, ich farm hier hinten, weil ich habe einmal hier die 65er Metins, hier die 65er Metins, also hier und hier. Und kann dann, wenn ich die gefarmt habe, direkt in den Geisterwald und dort die Medians abfarmen. Ihr müsst euch halt immer eine Stelle suchen, wo ihr halt relativ effektiv farmen könnt. Jetzt hole ich mal eine Buff noch mit ran, weil die ist jetzt nämlich auch fast Level 66. Die level ich auch nur nebenbei beim Farmen. Ganz wichtig ist hier auf Medians 2 SG, bekommt ihr ja bei der Gemi relativ, also bekommt ihr viel Young für Items, FBs, Steine und so weiter. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr erstens mit Doppeltrop farmt. Die Diebeshandschuhe kosten nicht viel, bringen aber wirklich extrem viel. Ihr braucht nicht unbedingt das Doppeltrop aus dem Itemshop, wenn ihr es euch holen könnt, denn natürlich optional ist es möglich und holt es euch. Aber der normale Diebeshandschuh, den man hier drin hat, der reicht eigentlich völlig aus. Und den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Haut ihn rein, weil umso mehr Items ihr droppt, umso mehr Young habt ihr im Endeffekt auch. Ich habe es probiert, ich habe in einer Stunde Farm 7kk gemacht, nein, nicht ganz, 6kk, ein bisschen was hatte ich noch drauf, 6kk damit gemacht, dass ich alleine die Items verkauft habe bei der Gemi, Crab FBs und so weiter. Und das in einer Stunde, nur an Items. Und ich muss sagen, ich habe nicht mal wirklich viele Steine oder FBs getroppt, wo man sagen kann, ganz kurz Channel wechseln, da müssen wir noch kurz warten. Nicht wirklich viele Steine und FBs getroppt, wo man sagen kann, dass ich dadurch viel Young gemacht habe, sondern es war wirklich nur durch die Items. Und da muss ich sagen, das ist echt krass. Normalerweise habe ich halt, wenn ich jetzt Eisland und Geisterwald farm, halt noch die Steine und die FBs dazu, dann ist es immer noch einen kleinen Tick mehr, glaube ich, je nachdem, ob ich halt allein farm oder nicht. Deswegen muss man halt schauen, wann man sich dann immer die Zeit nimmt zum Farmen. Denn natürlich, also das ist halt jetzt so nochmal zusammengefasst. Ganz wichtig ist halt, sucht euch eine Stelle, wo ihr halt viele Items droppt, FBs und Steine, dass ihr die bei der Gemi verkaufen könnt. Am besten sind halt wirklich dort, wo ihr 65er Waffen droppen könnt und 61er Rüstungen. Weil diese und halt auch so 55er Glocken und so einen ganzen Schmarrn, weil die bringen halt 87k. Und Schlachtschatz plus 300k und sowas kann man auch im Laden verkaufen, aber wirklich viel bekommen tut man dafür nicht. Muss man dann halt wissen, ob man das da reinmachen will. Damit bekommt ihr einerseits also wirklich gut Young. Ihr seht jetzt hier, zack, wieder zwei Zauberschwerter. Ich weiß gar nicht, ich bring 45k oder irgend sowas. In Hinterhalt FB, zack. Das Young halt immer fleißig aufheben. Dann habt ihr natürlich zusätzlich zu den Items, zu den FBs und Steinen bis plus 2, die ihr verkauft bei der Gemi, natürlich noch andere Steine und FBs. Ihr bekommt Selis, also Selis bekommt man hier im Eisland, Geisterwald und RW wirklich sehr gut. Im RW habe ich vorhin gefarmt. Im RW ist es halt so, dass ihr dort sehr, sehr viele Items farmt. Das heißt, ihr macht wirklich den Großteil mit den Items, FBs und... Naja, ihr bekommt halt noch BDVs, die könnt ihr pro K auch für 200 Stück verkaufen, aber BDV ist halt so eine Sache, da habt ihr einen extra Verkauf für. Das haut ihr halt einfach immer einen kompletten Laden voll mit BDVs. Und dann ist es halt einfach, es geht nur über Zeit, BDVs muss jemand suchen und wenn ihr merkt, okay, von dem einen BDV habe ich jetzt echt langsam zu viel, dann schmeißt sie weg. Hebt sie nicht auf, weil irgendwann bringt es euch dann noch nichts mehr. Und RW habt ihr heute noch Segis. Also Segis lassen sich ja für 1,4 bis 1,5 KK zurzeit verkaufen. War schon wieder so eine eklige Werbung. Und ich habe 10 Stück vorhin gefarmt. In 1,5 Stunden. Das ist schon, das ist wirklich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Glück ist. Ich habe zum ersten Mal also wirklich richtig jetzt im RW gefarmt. Was ihr dort auch viel bekommt, ist Schriftrollen des Ortes. Und wenn Mondi-Event ist, natürlich auch gut Mondis. Also was wie Magie plus 4 könnt ihr halt eigentlich gleich wegwerfen. Dafür bekommt er halt einfach 0. Und gehen wir jetzt direkt in den Geisterwald.
Dann kann ich euch empfehlen, dass ihr euch einen Level 10 bis Level 20er Farmer, je nachdem wie ihr halt an den Anti-XP-Ring kommt, kommt ihr an keinen Anti-XP-Ring, empfehle ich euch zwischen Level 15 und 20. Könnt ihr euch Anti-XP-Ring holen, empfehle ich euch Level 10, und zwar farmt ihr damit im Roten Reich. Dort könnt ihr VMS und Rek farmen. Ich habe immer Rek gefarmt, fand ich am besten. Ihr bekommt, ich weiß gar nicht, wie gerade der Marktpreis ist, aber ich glaube pro Rek zwischen 500 und 800k. Und halt umso besser über 1 kk, 2 kk plus und dann halt mit 5 DSS oder 8 DSS sogar 40 kk. Also in der 6., 7. Das sind halt so eine Drops, die sind halt recht nice. Dann droppt ihr dort halt auch ganz, ganz viel Fünfeckschilder und Glocken, die halt unbedingt immer aufheben. Wenn ihr halt so ein Fünfeckschild mit 8 DSS Widerstand habt, sind das auch mal ganz schnell, ich weiß gar nicht, wie viel man da kriegt. 8 DSS Widerstand, so 50 kk oder so, mehr könnte ich mir vorstellen, aber da weiß ich jetzt die Marktpreise nicht, will ich euch jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht wenig. Eine 12-Int-Glocke geht auch immer so für 5 kk bis, ja doch 5 kk, 10 kk bekommt er nicht, für 5 kk weg. Dann könnt ihr natürlich auch Glocken droppen mit 5. 6. Boni 5-Int drin oder Schiller mit 5-Int, die gehen auch immer für gut Yang weg. Das sind alles so eine Sachen, die ihr dann halt optional droppen könnt. Ihr habt halt einerseits die Rex und dann halt noch die anderen Sachen dazu. Dann kann ich euch, wie es halt eigentlich auf jedem Server so ist, oben im DT empfehlen, aber mir persönlich ist es ein bisschen zu stressig mit dem immer wegpullen, also ich habe das noch nie so wirklich gerne gemacht. Denn generell DT-Bands natürlich Sachen kaufen und die im DT appen. Das lohnt sich immer, aber das muss einem Spaß machen, meins ist es nicht. Weil ich DT-Bands generell nicht gerne mache. Dann, so, wo kann man noch? Auf jeden Fall im Affen-Dungeon. Ihr könnt dann mit eurem Level 10, also zwischen 10 und 20er, wenn ihr halt euch jetzt so einen Farmer macht, nicht nur Rex farmen, sondern damit könnt ihr halt auch so eine Sachen wie PMs farmen. PMs gehen pro Stück für 100k weg oder ihr nutzt sie selber für euer Mount. Ich meine, ihr könnt einen Mount mit einer PM um eine Stunde verlängern. Und ich meine, so ein Mount bringt auch 100 AW oder halt Death, je nachdem. Außer halt, wie ihr Equipment habt und wo ihr farmen wollt. Wenn ihr denn so ein Death-Ding habt, ist das bestimmt auch ganz nice. Ja, dort droppt man jetzt an den Items, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mit 2 bin ich auch nicht so der Fan, weil ihr droppt halt einfach ab Island. Halt, also ab den 65er Medins, halt diese ganzen Items. Also ab 55er auch schon. Diese ganzen Items, die ihr halt echt für viel bei der Gemi verkaufen könnt. Deswegen finde ich halt auch, dass es sich da einfach lohnt, die zu nehmen. Und zum Beispiel Goldplattenpanzer verkaufe ich auch für 200k das Stück. Die gehen immer weg. Vielleicht bin ich am Überlegen, ob ich die nochmal ein bisschen hochsetze. Aber für 200 gehen sie nach einer Zeit immer irgendwann weg. Deswegen denke ich, dass das eigentlich so ein Preis ist, den man stehen lassen kann. So, ich mache das halt immer so. Als kleiner Tipp, ich habe meine Buff mit, mache die voll mit den Items. Dann porte ich mit ihr mit der Map 1. Und dann, hey Leute, haut raus. Mache ich die wieder leer und porte mit dem E-Ring wieder zu meinem Main. So habt ihr halt immer wieder Platz im Inventar und müsst nicht back. Und macht halt nebenbei, das kriegt ihr dann gar nicht mit. Dann seid ihr so nach 2-3 Stunden Farm fertig und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Auf einmal habt ihr so 6-7 kk auf eurer Buff, nur durch die Items, die ihr verkauft habt. Das ist schon ganz nice. Und was sich auf jeden Fall auch lohnt auf Medin 2 SG ist natürlich die Events. Ganz stark das Mondi-Event, was einmal in der Woche ist, zufällig. Vorher waren es ja 48 Stunden einmal an einem festen Datum im Monat. War ganz nice, aber ich finde das jetzt so wöchentlich auch okay. Einmal in der Woche ist jetzt 24 Stunden Mondi-Event von Montag bis Donnerstag, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, einmal zufällig an einen der Tage. Ist natürlich ein bisschen doof, weil die meisten da unten ist der Medien, weil die meisten natürlich in der Schule sind oder arbeiten sind. Ich meine, aber selbst wenn man das sieht, dann kann man auf jeden Fall abends farmen. Ich meine, ich bin auch von Arbeit, wann habe ich Feierabend? Ich bin 17 Uhr zu Hause, gehe dann direkt zum Training und bin dann so um 19 Uhr oder 20 Uhr bin ich dann daheim. Dann chill ich halt, dann chillt man ja kurz, isst Abendbrot und so und irgendwann dann 8:30 oder so setze ich mich dann mal, wenn ich jetzt meine Freundin nicht da ist, mich auch mal am PC. Und zockt dann noch 1 bis 2 Stunden farm chillig. Und ich meine, wenn man weiß, es ist ein Mundi-Event, kann man statt den 1 oder 2 Stunden mal 4 Stunden zocken. Oder bleibt halt mal ein bisschen länger wach. Wenn ihr einmal in der Woche auch wenn ihr Schule habt. Also ich will jetzt keinen verleiten, ne?
auch wenn ihr Schule habt, mal ein bisschen länger wach seid und dann halt mal nur so 6 Stunden schlaft, werdet ihr davon nicht sterben, aber ihr konntet halt 4 Stunden circa effektiv Mundi farmen. Und in 4 Stunden, müsst ihr, schaut einfach mal ein anderes Video an, wo man am besten mit welchem Level Mundis farmt, da erkläre ich euch das Ganze. Schafft ihr es, in circa einer Stunde 200 bis 250 Mundis zu farmen? Könnt ihr euch ausrechnen, ihr habt dann zwischen 800 und 1000 Mundis, das einmal in der Woche, und aus 800 und, also zwischen 800 und 1000 Mundis mag ich mal zu schätzen, dass ihr so zwischen 2 bis 5 Adder habt, 2 bis 5 Changer und 2 bis 5 Segenskugeln, dazu halt noch ein paar Segis Zenbohnen. Plus das Yang und die Items, die da rauskommen, ganz wichtig, die Items, also die Bücher und alles, was da rauskommt, alles bei der Gemi verkaufen. Stellt euch mit den Char einfach neben die Gemi und verkauft gleich alles sofort. Das ist extrem viel Yang, das werdet ihr merken. Ich sehe gerade, mein blauer Autopod ist alle. Na gut, dann muss ich jetzt kurz Versprecher for the Win, würde der Twix jetzt sagen. Muss ich jetzt blaue Pots mal ein bisschen aufheben, damit ich die zum Potten habe. Ja, was ich jetzt sagen wollte, ist halt ganz, ganz wichtig, die Items dort an der Gemi zu verkaufen. Und jetzt überlegt mal, also ich hatte aus 210 Mundis, hatte ich das eine Mal 2 Adder, einen Changer bekommen. 2 Adder oder 3? Ne, 2 Adder. Ich hatte 2 Adder und einen Changer bekommen und ich glaube 3 Segis und das aus 200 Mundis. Also müsste man ja, also hat er so circa, das ist halt zwischen 2 und 5 pro, also Changer und so weiter. Das werdet ihr dann sehen, wie ihr denn natürlich Glück habt. Was haben wir für ein FB bekommen? Oh, Crap FB, nicht relevant. Und das pro Woche, und jetzt rechnet das mal auf einen Monat. Das heißt, ihr könnt alle zwei, ich sag jetzt mal alle 2 Wochen, könnt ihr euch ein Equip-Teil Full Boni machen. Und auch ein wenig switchen. Das heißt, ihr könnt im Monat könntet ihr euch da 2 Equip-Teile Full Boni machen. Oder halt, wenn ihr natürlich schon Equip habt, um dementsprechend gut Mondis zu farmen. Da jetzt ein bisschen falsch gedacht, ihr müsst ja, um so Mondis farmen zu können, müsst ihr auch entsprechend Equip haben. Bedeutet, ihr könnt halt alles, was ihr dort bekommt, wenn ihr es nicht benötigt, verkaufen. Und ihr bekommt pro Adder zwischen 5,5 und 6 kk und pro Changer zwischen 8 und 8,5 kk. Und ich meine, das ist eine Menge Yang. Für eine Segenskugel bekommt ihr so um die 3,5 bis 4 kk. Das lohnt sich schon. Ich finde es, was ich ein bisschen schade finde auf Medien 2SG, dass sie den Ork Maze geupdatet haben. Ork Maze war natürlich auch so eine Sache, wo man richtig Yang machen konnte. Man ist einfach, man hat zu zweit den Ork Maze gemacht. Viele natürlich, wie es bekannt ist, auch alleine. Es ist nun mal so. Ich finde, es hätte gereicht, wenn sie es so geupdatet hätten, dass man ihn wirklich zu zweit machen muss. Dann hätte er sich eigentlich immer noch, doch, dann hätte er sich immer noch gelohnt. Aber jetzt, wie er ist, ist er halt eigentlich nicht mehr machbar. Finde ich ein bisschen schade. Natürlich, wie es vorher war, war auch ein bisschen doof, weil die Leute, die halt nochmal gutes Equip hatten und, was heißt gutes, die Leute, nur die man den One alleine machen konnten, haben diesen Bug natürlich ausgenutzt und haben somit alle 15 Minuten zwischen 10 und 15 kk mindestens gemacht, bis maximal 30 kk, je nachdem, wie ihr halt Glück hattet. Und das ist schon ganz schön heftig. Deswegen finde ich, hätte das wirklich das Update gereicht, dass man zu zweit sein muss. Also man muss zu zweit immer durch die Portale gehen, sonst bleiben die Portale zu. Dann hätte man halt sich das immer geteilt und dann hätte man pro Person mindestens zwischen 5 und 7 kk gehabt. Alle 15 Minuten, alle 15 Minuten, 5 bis 7 kk mindestens, was ja bis auf 15 kk maximal anschaffen kann. Das ist ja so eine Spanne. Also ihr habt halt so schätzungsweise so immer so um die 6, 7, 8 kk, die ihr pro Run habt. Und jetzt rechnet das mal hoch in der Stunde. Ihr schafft in einer Stunde 10 Minuten, schafft ihr circa 4 Runs. Also hättet ihr circa 4 Runs geschafft zu zweit. Der wäre sogar eventuell ein bisschen schneller gegangen als 15 Minuten. Und da habt ihr dann auf jeden Fall zwischen 5 und, also zwischen 20 und 30 kg pro Stunde und das farmt ihr nirgendwo anders. Aber so wie er jetzt ist, ist es halt ein bisschen dumm. Man muss ihn wirklich mit einer Sechsergruppe machen oder so. Mit gutem Equip. Und da lohnt sich es halt einfach nicht für das, was man rausbekommt. Und naja, vielleicht werden sie das aber auch noch updaten. Jetzt habe ich zwei so eine Sprachbücher gedroppt. Wieso auch immer. Aber naja.
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema, wie bekomme ich gut Yang, in welchem Level, haut sie doch einfach mal drunter. Ich versuche sie zu beantworten. Natürlich lerne ich auch nie aus, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Haut sie drunter. Alles klar, haut rein. Bis zum nächsten Video.